uns der Happy Meals hier gekauft. Und die werden wir heute um 3 Uhr nachts öffnen. Wir haben hier drüben ein Seeeater Happy Meal. Ein Blue Happy Meal. Ein Mystery Seemonster Happy Meal. Das dürfen wir erst bei 10.000 Likes öffnen. Oh, da kam gerade über die komischen Geräusche raus. Da muss irgendwas Lebendiges drin sein. Ein Kraken Happy Meal. Das sieht viel zu krass aus. Und ein El Gran Maya Happy Meal. Mit dem habe ich schon ultra viel Angst. Das Ding ist Vogelmann. Wie siehst du denn aus? Ich habe mir ein Krabbenkostüm als Tarnung angezogen, damit mich die Wassermonster nicht finden. Du siehst viel zu witzig aus. Das Ding ist, mit welchem Happy Meal sollen wir starten, Vogelmann? Ich bin für das Blob Happy Meal. Wow, für das Blob Happy Meal? Das ist das gruseligste Happy Meal von allen. Nein, ich bin das gruseligste Happy Meal. Was? Da kam gerade übel die Mädchenstimme raus. Also ich glaube nicht, dass du das gruseligste Happy Meal von allen sein kannst. Wenden wir auch noch um, wenn wir das öffnen sollen, Freunde. Die Zuschauer sollen entscheiden, mit welchem Happy Meal wir anfangen. Ja, das ist eine gute Idee, Vogelmann. Schreibt jetzt in die Kommentare, mit welchem der Happy Meals wir anfangen sollen. Und das, was am meisten geschrieben wird, nehmen wir dann. Ihr habt dafür noch 5 Sekunden Zeit. 4, 3, 2, 1. Und ihr habt euch entschieden. Happy Meal? Habe ich ganz besonders viel Angst, aber das ist super schwer. Lasst uns direkt mal schauen, was hier drin ist. Auf jeden Fall irgendwas super Schweres. So ein schweres Happy Meal hatte ich noch nie. Und wir haben schon viele Happy Meals geöffnet, aber gut, schauen wir rein und... Wow, schaut mal hier rein, Freunde. Dieses komplette Happy Meal hier ist voller Wasser. Das ist einfach bis oben hin mit Wasser gefüllt. Holen wir mal die erste Sache raus, so von hier ganz unten und wow. Das ist einfach eine Apfeltüte, Freunde. Aber die Äpfel da drin sehen nicht mehr ganz normal aus. Da ist, glaube ich, übles weiße Pulver drin. Lass uns die mal öffnen. So, hier einmal aufmachen und... Schaut euch das mal an. Und diese Äpfel ist einfach so komisches weißes Pulver oder so. Igitt und... Oh, riechen tun sie auch nicht mehr gut. Naja, wir müssen alles probieren, was heute in diesen Unterwassermonster Happy Meals drin ist. Also müssen wir auch einmal in diese Äpfel reinbeißen. Let's go. Das hat ja super eklig geschmeckt. Aber naja, wer weiß, wie lange diese Äpfel hier schon in diesem Happy Meal hier unter Wasser waren. Schauen wir, was hier noch in diesem El Gran Maya Happy Meal drin rumschwimmt. Und wow, das hier ist einfach... Ocean Jelly steht hier drauf. Das bedeutet, das sind Ozeansüßigkeiten. Und oh ja, hier sind ganz viele verschiedene Meerestiere drauf, wie auch der Kraken. Von dem haben wir auch noch das Happy Meal hier drüben. Und ich würde sagen, den probieren wir jetzt auch direkt mal. Reißen wir den hier einmal ab und machen es einmal auf. Und wow, dieses Gummibärchen oder was es ist, sieht wirklich aus wie ein Kraken. Lass uns den direkt mal essen. Oh, dieses Gummibärchen schmeckt so eklig nach Fisch. So was Ekliges habe ich lange nicht mehr gegessen. Und wow, Freunde, ihr glaubt nicht, was hier noch drin rumschwimmt. Hier ganz unten auf dem Boden vom Happy Meal ist nämlich ein Burger. Der ist hier so in Plastikfolie eingepackt, damit er, glaube ich, nicht aufweicht. Reißen wir die hier einmal auf. Und ja, es sieht einfach aus wie ein normaler McDonald's-Burger, nur dass der ein bisschen länglich ist. Sind Burger nicht normalerweise rund? Naja, egal, machen wir ihn mal auf. Und, was ist denn hier auf diesem Burger? Es sieht so aus, als ob da unten Füße und da oben ein Kopf rausschaut. Ja. Okay, öffnen wir ihn mal und... Auf diesem Hamburger ist einfach so ein Mini-Skelett. Ein Mini-Menschen-Skelett. So klein kann doch eigentlich kein Mensch sein, oder? Naja, legen wir es mal zurück hier drauf. Und probieren, wie das Ganze schmeckt. Ich konnte das Skelett gar nicht abbeißen, aber den Burger... Und der hat eigentlich ganz normal geschmeckt. Freunde, wie ein normaler Burger. Lecker. Aber das mit diesem Skelett ist echt gruselig. Vielleicht hat El Gran Maya alles ja gegessen. Tun wir den Burger lieber mal zur Seite. Denn hier schwimmt noch mehr in diesem Happy Meal. Wow. Hier oben schwimmt auf dem Wasser nämlich die ganze Zeit noch. So ein komischer grüner Behälter mit einem McDonald's-Zeichen oben drauf. So was habe ich noch nie in dem Happy Meal gesehen. Machen wir den mal auf. So, einmal aufdrehen und... Was läuft denn aus dieser Mülltonne hier raus? Irgendwelche Süßigkeiten? Die sind hier eingepackt und so eine grüne Flüssigkeit. Naja, probieren wir mal diese Süßigkeiten hier. Machen wir die mal auf. Die sind ganz grün und klebrig. Holen wir sie mal hier raus. Und ich probiere sie. Let's go. Die sind super sauer, Freunde. So saure Süßigkeiten habe ich noch nie gegessen. Und diese grüne Flüssigkeit hier? Die ist auch übel sauer, okay. Stellen wir das auch mal zur Seite, denn hier ist jetzt noch eine letzte Sache in diesem El Gran Maya Happy Meal. Und das ist, wow, irgend so eine Schatztruhe. Aus der läuft doch ganz viel Wasser raus und in dieser Schatztruhe ist einfach ein Herz. Oh, Freunde, und hört mal. Das schlägt einfach noch. Ist das vielleicht das Herz von El Gran Maya? Das kann sein, Freunde, wenn wir das zerstören sollen. Dann schreibt jetzt mal Herz in die Kommentare. So würden wir
dann auch El Gran Maya zerstören. Ohne Herz in die Kommentare, wenn wir dieses Herz hier von El Gran Maya zerstören sollen. Ich stell's mal hier zur Seite, aber ansonsten ist hier nichts mehr drin in diesem Happy Meal. Nee, das ist komplett leer. Und deswegen machen wir auch direkt mal mit dem nächsten Wassermonster Happy Meal weiter. Aber welches sollen wir nehmen? Die 10.000 Likes für das Mystery Happy Meal haben wir leider noch nicht erreicht. Also ist das hier schon mal raus. Gib einen fetten Daumen nach oben, dass wir das am Ende vom Video noch öffnen können. Und wir können uns noch zwischen Zita, Loop oder dem Kraken entscheiden. Lass mir das Zita Happy Meal als nächstes heraus. Was hat das gerade gesagt? Wir sollen das Zita Happy Meal aufmachen? Na gut, wenn uns das Mystery Happy Meal das sagt, dann machen wir mit diesem hier weiter. Dem Zita Happy Meal. Öffnen wir einmal hier oben die Laschen und schauen rein und... Vorherige Happy Meal. Nur, dass hier diesmal kein Wasser drin ist, okay. Ich hole mal das erste raus, was mir gerade aufgefallen ist. Und das ist... ein Sea-Eater-Getränk. Boah, ist das krass, Freunde, okay. Hier vorne ist er auf jeden Fall drauf. Das sieht ja super gruselig aus und wir schauen jetzt direkt mal rein. Weil, Freunde, vertraut niemals, dass da drin was Normales drin ist. Und wow. Hier unter dem Deckel klebt einfach... so ein kleiner Sea-Eater. Das ist schon mal super krass. Und hier drin sind irgendwie solche Pommes. Aber die sehen so aus wie die Beine vom Sea-Eater. Vielleicht sind das ja kleine Sea-Eater-Baby-Beine. Lass uns mal probieren, ob die wie normale Pommes schmecken. Oh, und oh, ja, die schmecken nach Pommes, Freunde. Boah, lecker, ich liebe Pommes. Das ist einfach das erste Leckere in diesen Seemonster Happy Meals. Naja, egal, schauen wir mal, was hier noch drin ist. Und boah, ist das viel. Ich würde sagen, ich greife einfach mal blind irgendwas raus. Und und ich habe voll in sie reingefasst. Oh. Die ist einfach zugeschnappt. Wir sollten hier lieber nicht nochmal blind irgendwas rausholen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal das hier. Und das ist eine Verpackung vom McCafé. Das bedeutet, dass irgendwas Süßes drin. Ja, ich liebe Süßigkeiten. Darf ich die Tüte auspacken, Dr. Light? Na klar, mach du es auch, Vogelmann. Schau direkt, was drin ist. Boah, ich bin so gespannt. Weil sowas ist super selten in Happy Meals. Und das ist auch nur in diesem Monster Happy Meals. Und wow. Was ist denn hier drin? Das sieht aus wie ein Keks. Aber das sieht nicht aus wie ein normaler Keks. Sondern der ist hier oben ganz blau. Und riechen? Tut er übel nach Algen. Na ja, vielleicht schmeckt er ja, dieser Algenkeks. Okay, probieren wir ihn mal. Und wow. Der ist super lecker, Freunde. Ich glaube, ich habe noch nie so einen leckeren Keks gegessen. Dein Gesicht ist grün, Doktor. Wie, mein Gesicht ist grün? Dieser Keks hat mein Gesicht einfach grün gefärbt. Wow. Den essen wir lieber nicht weiter. Und... wow, ihr glaubt mir nicht, was hier drin ist. Das ist einfach riesig und es sieht aus wie ein Filet-O-Fisch. Ja, aber mit einem echten Fisch drin. Wow, okay, machen wir diese Verpackung hier mal auf. Und ja, das ist einfach ein Burger. Aber in der Mitte ist einfach ein ganzer Fisch. Normalerweise sieht das doch nicht so aus, oder? Dieses Sea-Eater Happy Meal ist auf jeden Fall viel zu krass. Der hat sogar noch Augen, Freunde. Aber vielleicht schmeckt dieser Burger ja lecker. Lass uns mal einmal reinbeißen, so. Am besten von hier unten, oder, Freunde? Ja, let's go. Oh. Fisch auf dem Burger schmeckt überhaupt nicht gut, Freunde. Ich würde sagen, den braten wir uns nachher lieber an. Und essen ihn dann auch. Legen wir ihn so lange mal wieder zurück in seine Verpackung und tun ihn hier zur Seite. Aber gut, hier ist jetzt noch eine letzte Sache drin in diesem Sea-Eater Happy Meal. Und das ist? Irgend so eine Fußsüßigkeit. Ja, Freunde, hier ist einfach ein Fuß auf der Verpackung. Das Ding ist so schlimm wie dieser Fischburger hier. Kann es eigentlich nicht mehr werden. Machen wir das Ganze hier oben einmal auf. Und holen diesen Fuß hier einmal raus. Und wow, ja. Hier ist wirklich ein Fußlolli dran. Und in dieser Verpackung ist, wow, noch irgend so ein Pulver. Ich glaube, wir müssen diesen Fuß hier ablecken und dann in dieses Pulver hier dippen. Ja. Probieren wir ihn jetzt mal nochmal. Oh, jetzt knistert einfach alles in meinem Mund. Hört mal. Ist das krass? Und es schmeckt sogar noch nach Cola. Das ist auf jeden Fall das Coolste, was wir bisher hatten. Aber jetzt ist auch dieses Sea-Eater Happy Meal hier leer. Und deswegen müssen wir direkt mit einem der anderen Seemonster Happy Meals weitermachen. Vogelmann, haben wir schon die 10.000 Likes für das Mystery Happy Meal? Nein, leider nicht. Okay, schade. Ein paar von euch haben noch nicht geliked. Tut es jetzt, damit wir es nachher öffnen können. Und das bedeutet, jetzt können wir uns zwischen dem Blue oder dem Kraken Happy Meal entscheiden. Ich will, dass wir das Blob Happy Meal als nächstes aufmachen. Was? Du willst mit dem Blue Happy Meal weitermachen? Das Kraken Happy Meal sieht doch viel krasser aus. Lass uns das als nächstes nehmen. Nein, ich will das Blob Happy Meal. Das ist viel gruseliger. Okay, dann habe ich eine Idee. Wir machen jetzt eine Challenge. Und derjenige, der sie gewinnt, der entscheidet, welches Happy Meal wir als nächstes aufmachen. Ja, das klingt lustig. Eine Challenge. Okay, komm mit. Hier an der Wand haben wir eine Zielscheibe aufgebaut. Und die müssen wir jetzt gleich treffen. Und derjenige, der weiter in der Mitte ist, der hat gewonnen. Und womit treffen wir, Doktor? Na, mit diesen glibbrigen Spinnen hier. Du bekommst die blaue. Und ich nehme die rote. Dann würde ich sagen, fängst du an und wirfst direkt mal. Okay, 3, 2, 1 und los. Wow. Die klingt direkt auf der 25, Vogelmann. Das ist schon echt nicht schlecht. Das bedeutet, ich muss jetzt gleich die 100 treffen, damit ich gewinne. Aber okay. Werfen wir in 3, 2, 1 und let's go. Oh, ja. Ich
habe direkt auf die 100 getroffen und das bedeutet, ich habe gewonnen. Und das bedeutet, wir machen jetzt mit dem Kraken Happy Meal weiter. Der hat einfach ganz viele Arme, Freunde. Aber gut, schauen wir hier mal rein. Ich bin so gespannt, was hier drin ist. Boah. Okay, hier sind noch mal ganz andere Sachen drin, wie in den anderen Happy Meals. Fangen wir mal an mit dem größten, was hier drin ist. Und das ist ein Salat. Beziehungsweise nicht irgendein Salat, sondern ein Algensalat steht hier drauf. Und ja, genau so riecht der auch. Nach ekligen Algen, aber gut, machen wir den hier oben einmal auf und... Schaut mal, Freunde, dieser Salat ist komplett dunkelgrün, so wie Algen halt eben. Und hier drin sind auch Algen. Den will ich wirklich nicht essen, aber zum Glück ist hier drin noch ein Salatdressing. Vielleicht macht das den Salat noch leckerer. Ein Caesar-Dressing, okay, machen wir das hier oben einmal auf. So, hier einmal öffnen und einmal über den Salat schütten. Aber dieses Dressing ist irgendwie komplett schwarz. Ja, schaut mal, das ist nicht weiß, wie es normalerweise sein sollte. Sondern so komisch schwarz. Vielleicht ist es ja die Tinte vom Tintenfilm. Das kann sein, Freunde, aber so einen ekligen Salat habe ich noch nie gesehen. Naja, egal, probieren wir den jetzt direkt mal. So, hier ein bisschen was von dem Salat auf die Gabel. Und rein damit, Freunde. Dieser Eigensalat hier ist super eklig. Freunde, holt euch den lieber nicht, wenn ihr bei McDonald's seid. Bleibt lieber bei normalem Salat. Wischen wir uns diese grünen Algen einmal aus dem Gesicht. Und schauen, was hier noch drin ist. Oh, wow, wie ist das möglich? Hier ist einfach ein gefrorenes Eis in diesem Happy Meal. Und hier vorne steht Erdbeer-Banane drauf. Wow, übel lecker. Machen wir das hier oben einmal auf. Aber wow. Seht ihr das? Dieses Eis ist übel schwarz. Normalerweise hat das Erdbeereis von McDonald's diese Farbe und die hat es einfach. Im Kraken Happy Meal. Wow. Ist da vielleicht auch seine Tintenfischtinte drin? Lasst uns das mal probieren. Ist meine Zunge jetzt schwarz, Freunde? Dann ist da auf jeden Fall Tintenfischtinte in diesem Ei. Das ist ja mal super cool. In diesem Happy Meal hier ist aber auch noch ein Burger. Und wow, der sieht eigentlich relativ normal aus, außer dass hier oben irgendwas Blaues drauf ist. Machen wir ihn mal auf. So, schauen wir hier mal rein und... Ja, da ist überall irgendwie was Blaues dran. Und hier schauen solche Beinchen raus. Wartet mal, sind das etwa Spinnen? Wow, das sind einfach so blaue Spinnen auf diesem Burger. Und die müssen wir jetzt auch mit essen. Ja, wir haben ja gesagt, wir essen alles, Freunde. Also beißen wir jetzt auch in diesen Spinnenburger hier rein. Let's go. Und das schmeckt nach faulen Eiern. Hä, warum schmeckt dieser Burger denn nach faulen Eiern? Ein Tintenfisch kann doch gar keine Eier legen. Das ist super komisch. Willst du auch mal probieren, Vogelmark? Auf keinen Fall. Ja, kann ich verstehen. Aber gut, hier ist noch mehr drin. Nämlich eine Sour Cream Soße. Vielleicht ist die ja normal. Lass uns hier mal reinschauen. Öffnen wir die hier oben, aber... Nein, die ist auch nicht normal. Da ist auch irgendwie Tintenfischtinte drauf. Aber hier drin ist noch mehr. Nämlich... Oh, das ist ultra schwer. Ein Mülleimer mit... Fischabfällen. Oh nein, mir gefallen diese Unterwassermonster Happy Meals gar nicht. Da ist so viel mit Fisch drin, Freunde. Aber gut, öffnen wir diese Mülltonne hier mal. Und macht euch bereit für den unfassbaren Gestank. Let's go. Und boah, stinkt es, Freunde. Und hier oben stecken irgendwelche Gräten drin, ja. Und so ein Glibberzeug. Was ist ekelhaft, Freunde? Ist das vielleicht der Schleim vom Kraken? Ganz sicher, Freunde. Boah. Stellen wir auch das lieber mal zur Seite. Und schauen, was hier noch drin ist. Und hier ist noch eine letzte Sache drin. Und das ist, boah, was ist das denn? Hier kommt einfach irgendwie nur so eine rote Schnur aus diesem Happy Meal. Ihr müsst es stärker dran ziehen. Boah, wir heben das ganze Happy Meal. Hier ist noch eine Klebehand. Boah, Freunde, die kann man irgendwo gegen eine Wand klatschen. Und dann bleibt sie einfach da kleben. Machen wir sie mal wieder ab, so. Und das Beste ist, ich kann die auch einfach auf dich werfen, Vogelmann. Ich hab dich voll getroffen. Das ist gemein, Doktor. Aber jetzt ist das Kraken-Happy Meal komplett leer. Schau mal. Ja, dann können wir jetzt mit dem Blob-Happy Meal weitermachen. Das wünschst du dir ja schon die ganze Zeit, Vogelmann. Boah, das ist prall gefüllt. Mit ganz vielen Sachen. Und ich würde sagen, wir nehmen direkt mal diese komische Schachtel hier raus. Hier steht Blob-Keks drauf und hier oben ist auch ein Bild von Blob drauf. Dem komischen Seeungeheuer. Okay, machen wir das hier oben einmal und auf. Und hier drin ist... Boah, es sieht so aus wie ein Glückskeks. Ja. Beziehungsweise jetzt ist es ein Blob-Keks. Boah, bin ich gespannt, was da drin ist. Freunde, in so Glückskeksen ist meistens ein Zettel mit irgendeiner geheimen Botschaft drin. Knicken wir den mal. Und boah, ja, hier ist auch ein Zettel drin. Schaut mal. Hier in der Mitte von dem Keks. Willst du ein Stück Vogelmann? Ja, lecker Keks. Ja, super lecker. Und hier auf dem Zettel steht... Ruf mich an, wenn du dich traust. +666 und irgendeine Nummer. Oh, Freunde, das muss Blobs Telefonnummer sein. Ich tippe sie direkt mal in mein Handy ein und dann rufen wir ihn an, oder, Freunde? Wenn wir ihn anrufen sollen, dann schreibt jetzt mal Bloop in die Kommentare. Nur wenn ganz viele von euch das wollen, dann machen wir das auch wirklich. Und schaut mal. Die Nummer von Bloop ist wirklich... Echt. Ich hab's hier eingegeben und dann kam direkt dieses Profilbild hier. Dann würde ich sagen, drücken wir jetzt einmal auf Anrufen, so. Es meldet und jetzt müssen wir nur noch abwarten, ob er rangeht. Boah, dieses gruselige Seeungeheuer. Hoffentlich geht er ran, das wäre viel zu krass, Freunde. Und boah, ja, er ist rangegangen. Hallo, Blob, bist du da? Boah, da kommen irgendwie nur so komische Geräusche aus dem Telefon. Blob, antworte uns.
Nee, das ist super komisch. Wahrscheinlich kann er unter Wasser nicht mit uns reden. Oh, warte, hat er gerade gesagt, dass wir auf keinen Fall das Mystery Happy Meal öffnen sollen? Ja, ich glaube schon, wow! Er hat schon wieder aufgelegt. Also irgendwas Krasses muss hier drin sein, wenn selbst er sagt, dass wir das nicht aufmachen sollen. Aber naja, hier ist noch mehr drin in diesem Blob Happy Meal. Und ja, ich glaube, ich kann das Spielzeug in diesem Happy Meal sehen. Und das ist einfach irgendein... Blob gegen El Gran Maya. Spiel, wow, ja! Da kann man die beiden einfach gegeneinander kämpfen lassen, wow! Und Blob hat verloren. Sein Kopf ist gerade einfach abgegangen. Ist ja viel zu krass. Und der von El Gran Mayan jetzt auch. Vogelmann, da betteln wir uns nachher noch eine Runde mit. Das Ding ist, das war's noch nicht, Freunde. Hier sind immer noch zwei Sachen drin. Fangen wir mal an mit der größeren von beiden. Und das ist ein Getränk. Beziehungsweise, das ist gar nicht schwer, Freunde. Lass uns hier mal reinschauen. Und nein, hier ist einfach nur irgend so ein Pulver drin. Sollen wir jetzt etwa das Pulver essen, oder was? Aber nein. Hier steht, dass man irgend so eine Flüssigkeit aus so einer Flasche hier in diesen Becher mit reinschütten und wir es dann erst trinken sollen. Aber diese Flasche haben wir hier nirgends. Und im Happy Meal ist sie auch nicht. Hier unten steht aber noch was. Schau in die Tüte. Was könnte das denn bedeuten? Ah, ich hab's. Die Happy Meals wurden uns vorher in einer Tüte geliefert. Und das war die hier. Und stimmt, wir haben in dieser Tüte einfach diesen Trank hier vergessen. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Tun wir mal, was auf diesem Becher hier draufsteht. Und schütten diesen Trank aus dieser Totenkopfflasche hier in den Becher rein. So, hier einmal reingießen. Boah, das ist übel weich. Und das Ganze einmal umrühren, so, damit sich das Pulver auch mit dem Trank hier vermischt. Schon irgendwie komisch, dass wir unser Getränk selber anmischen müssen, aber Boah, das ist einfach übel schleimig geworden, ja. Das ist irgendein Schleim, das kann man doch nicht mehr trinken, oder? Ich weiß ja nicht, Freunde, aber gut. Da wir heute alles probieren müssen, probieren wir auch das. Let's go, rein damit. Das schmeckt übel salzig. Wie so Meerwasser oder so. Und die Konsistenz ist übel ekelhaft. Das trinken wir lieber nicht mehr weiter. Schauen wir lieber, was hier noch in diesem Blob Happy Meal drin ist. Und boah, Freunde, hier ist einfach noch ein Burger drin. Aber kein normaler Burger. Sondern ein Filet-O-Fisch. Und hier drauf steht auch noch mit Blockfleisch. Wow. Das heißt, das Fischfleisch hier drauf kommt von Block. Okay, da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie das gleich schmeckt. Machen wir den mal auf. Oh, wow, eigentlich sieht es aus wie ein normaler Filet-O-Fisch. Ja, ziemlich. Hier oben ist diese weiße Soße drauf. Also würde ich sagen, beißen wir direkt mal rein. Let's go. Wow. Schaut mal, dieses Fleisch hier drin ist einfach ganz blau. Ja, das komplette Fleisch von diesem Filet-O-Fisch ist blau. Aber schmecken? Tut eigentlich wie normales Fischfleisch. Aber krass, dann wissen wir jetzt, dass Blob blaues Fleisch hat. Würdet ihr diesen Burger hier auch essen? Schreibt's mal in die Kommentare. Jetzt sollte das Blob Happy Meal eigentlich leer sein. Nein. Schaut mal, hier ist noch eine Sache drin. Holen wir die mal raus und das ist... Irgendwie so eine Hand, die so macht. Hä, was ist das denn, Freunde? Okay, hier unten kann man da irgendwas aufmachen. Und... Da drin muss irgendwas sein. Schütten wir das mal raus und boah, ja. Hier drin sind irgendwelche bunten Süßigkeiten. Lass uns die mal probieren. Und boah, die sind übel lecker. Vielleicht sind das ja bloß Fischeier. Die schmecken auf jeden Fall super, super krass. Aber den Rest überlasse ich jetzt mal dir, Vogelmann. Lass es dir schmecken. Jetzt ist aber wirklich nichts mehr in diesem Blob Happy Meal drin. Und das bedeutet, wir können jetzt das Mystery Happy Meal öffnen. Also nur, wenn wir die 10.000 Likes erreicht haben. Lass uns mal nachschauen. Oh ja. Wir haben die 10.000 Likes geknackt, Freunde, ja. Dann können wir jetzt auch direkt mal schauen, von wem dieses Happy Meal hier überhaupt ist. Machen wir das hier vorne mal weg und es ist von Julia. Wer soll denn Julia sein, Freunde? Von der habe ich ja noch gar nie gehört. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Seeungeheuer. Und das sieht ja noch krasser aus als alle anderen Wassermonster zusammen. Na ja, egal, schauen wir direkt mal rein. So, hier oben einmal die Laschen aufmachen. Und wow. Das Erste, was ich hier drin sehe, ist einfach schon riesig. Das ist ein Mac-Kaffee. Karton, wow. Und hier oben steht auch was drauf. Ich habe heute Geburtstag. Liebe Grüße, Julia. Wow, Freunde, schreibt jetzt mal alles Gute zum Geburtstag für Julia in die Kommentare. Aber gut, schauen wir direkt mal, was hier drin ist. Und es ist... Wow! Ein Geburtstagskuchen fürs Monster Julia. Zünden wir direkt mal die Kerzen an. So, hier einmal anmachen. Perfekt, alle drei Kerzen brennen. Und jetzt singen wir noch Happy Birthday. Happy Birthday to Monster Julia. Happy Birthday to Monster Julia. Naja, genug mit all die Spaß. Wir probieren direkt mal den Geburtstagskuchen. So, hier und einmal rein damit. Freunde, der Kuchen schmeckt nach Fisch. Ich hab's satt, dass heute alles nach Fisch schmeckt. Das war bestimmt ein Prank von Julia. Dem Wassermonster, naja. Schauen wir mal, was hier noch drin ist. Boah, was hat das denn in einem Happy Meal zu suchen? Von Wassermonstern, irgend so ein Einhorn. Und da kann man hier oben seinen Kopf aufmachen. So. Und hier drin ist wieder Pulver. In das man das Horn vom Einhorn reindrücken kann. Und rein damit. So, jetzt ist das Horn voller Pulver. Es schmeckt noch leckerer. Und ich glaube, das Nächste, was hier drin ist, wird auch wieder gruselig. Hier sind nämlich 6er Chicken McNuggets.
Nuggets drin. Boah, da kommt übel der Gestank aus der Packung. Das können keine normalen Chicken Nuggets sein. Schauen wir mal rein und... Wow! Nein, hier drin sind einfach Fischnuggets. Freunde, diese Nuggets sehen einfach aus wie Fische. Und riechen auch so. Nein, egal, probieren wir mal eins davon. Eigentlich schmecken die gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, noch besser schmecken würden sie mit diesem Dip hier. Oder was soll das sein? Es sieht ein bisschen aus wie Mayo, die so ein bisschen zu lange rumlag. Lasst uns das hier mal aufmachen und versuchen, über diese Nuggets hier zu schütten. So, quetschen wir das hier einmal drauf. Und probieren das Ganze jetzt nochmal. Das schmeckt ja schlimmer als der Fischburger vorhin. Weg damit, aber naja. Jetzt sind hier noch drei Sachen drin und das ist einmal eine Prinzessinnenkrone. Ja gut, Julia ist ja auch ein Mädchen. Also macht es Sinn, ein K.O., damit die Haare schön sitzen. Und noch ein Mini-Burger. Boah, wie lecker. Das ist einfach so ein Mini-Gummibärchen-Burger. Oh, und ihr gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert kostenlos diesen Kanal, wenn ihr noch mehr Happy Meal-Videos sehen wollt. Diese Wassermonster-Happy Meals waren auf jeden Fall viel zu krass. Dr. Light ist raus.